Moin moin ihr Lieben, hier ist euer Micha und es geht weiter mit Detroit Become Human. Es geht endlich weiter mit diesem genialen Spiel. Wir sind Androiden und wir steuern sie und wir entscheiden für sie. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und wir klicken auf Fortfahren rein ins Spiel Detroit. Und zwar von den Toten heißt das Kapitel. Wer sind wir und was machen wir hier? Das ist hier die Frage. Wir sind, weiß ich nicht wer, und ich finde nichts zum Analysieren. Doch hier. Alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Okay. Da am Kopf können wir auch noch analysieren. Defekte Audiodaten beschädigt. Optische Einheit, beeinträchtigte Sicht, beschädigte Gedächtnispalast. Und? Ne, das hatten wir schon, das ist der Audioprozessor, der kaputt ist. Ich sehe nichts mehr anderes. Da haben wir die Hand. Ne, bei der Hand müssen wir auch nichts machen. Eigentlich wäre ja wichtig, wer wir sind. Ah, vielleicht hier? Ne, ist der Audioprozessor. Hier haben wir einen Audioprozessor. Hier haben wir die optische Einheit. Ich finde nichts mehr. Ah, da. Linke und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen nicht möglich. Wir kriegen gerade das Ziel Beine ersetzen und wir müssen jetzt kriechen. Keine Ahnung, wer wir sind, aber jetzt geht es erstmal darum, uns neue Beine zu holen. Ein Android kann das. Das ist praktisch. Rechte Beinkomponente, kompatibel. Das wäre ja mal nicht schlecht. Entfernen. So. Nehmen. Und dran machen. Rechtes Bein funktioniert. Na, so viel haben wir schon mal hingekriegt. Und jetzt geht's weiter. Müssen wir uns noch das linke Bein holen. Analysieren. Rechte Beinkomponente. Das war's Falsche. Das können wir wegwerfen. Und können weiter robben. Und robben. Und robben. Ich weiß nicht wohin. Analysieren. Hier liegt noch ein Bein. Linke Beinkomponente kompatibel, also das mutieren vor allem. Das montieren wir gleich mal an unser Bein ran. So, die Beine funktionieren. Wir können aufstehen. Ja, dauert nur ein bisschen. Entkomme vom Schrottplatz. Okay. Einfach. Wir müssen einfach nur noch da hinten laufen. Gut. Aber ihr seht es. Ich sehe fast nichts. Ach du meine Güte. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind.
Hit the Jericho! Hit the Jericho! Oh. Ich hab gedacht, wenn die einmal kaputt sind, sind die kaputt. Aber anscheinend... Androiden halten doch ganz schön viel aus. Wo sind wir hier? Ja, auf dem Schrottplatz, aber... Die Hände, die krabbeln einen an. Also, wenn ich meinen Computer kaputt mache, dann ist er kaputt. Wir machen dann hoffentlich nichts mehr selber. Wir müssen hier einmal... Meine Güte. Deswegen ist es auch so eine Story-Aufgabe hier, den Schrottplatz zu verlassen. Das ist ja eher ein Zombie-Friedhof. Guck, da läuft noch einer rum. Also ich glaube, so ein Android kaputt zu machen, ist ganz schön schwierig. Ersetze die kaputten Teile. Gut. Inkompatibel. Optische Einheit ist inkompatibel. Ach, wir sehen auch nichts. Das ist ja das Problem. Stimmt ja. Hallo, du? Da kann ich auch nichts machen. Untersuchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er lebt noch. Oder auch nicht. Können wir nicht was von ihm nehmen jetzt? Nein, natürlich nicht. Wie ihr seht, ich sehe nichts. Es ist schon schwierig genug, hier lang zu laufen. Überprüfen, komm. Meine... Oh ja, eine optische Einheit. Wir können uns das Auge nehmen. Hallo. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife Button Center. So. Also wir flicken uns gerade hier ein bisschen zusammen. Ja. Wir sehen wieder etwas... Das ist ja schön, dass wir was sehen. Finde Pumpenregulierer. Gut. Seht ihr mal, da können wir gucken. Audioprozessor kompatibel. Dann gehen wir danach gleich mal hin. Dann verstehen wir auch alles besser hier. Das könnten wir mal hochheben. Wir uns nicht erschrecken. So. Auch die Ohren funktionieren gleich wieder. Au. Also Ohren funktionieren auch wieder. Augen funktionieren, Ohren funktionieren. Beine funktionieren auch. Von daher... Was haben wir hier? Den Pumpenregulierer. Den können wir auch mal einsetzen. Warte bitte! Bitte tu das nicht! Ich will leben. Nö, wir wollen leben. Also von daher machen wir das auch. Zack! Ich weiß, war jetzt ein bisschen brutal, aber naja. Gefahr, Abschaltung steht bevor. Also jetzt zieht er sich seinen Strom raus und kann doch noch weiterleben. Sag, erstmal wieder reinstecken. Zustand stabilisiert. So. Also um die komplett auszuschalten, muss man diesen Pumpenregulierer rausnehmen. Aber das sollten eigentlich die Menschen, die die zusammenbauen, auch wissen. Somit ist das hier ein kompletter Friedhof, ein Zombie-Friedhof, die alle wieder auferstehen können. Klettere die Anhöhe hoch. Okay. Wo machen wir das am besten? Wenn ich wüsste, welche Anhöhe.
Ist eigentlich auch egal, ne? Aber da hinten ist noch irgendwas. Ach, da ist die Anhöhe auch. Gut. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Los geht es. Da wollen wir jetzt hoch. Und hoch mit dir, komm. Eins und L1. Oben. Ui. Okay. Wer weiß, ob wir hier jemals wegkommen. Noch einmal. Und wieder. So nochmal. Festhalten. Festhalten. Hoch. Und. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Und. Mach weiter. Und. Nein. Jetzt. Und. Und auf diesen Knopf drücken. Ich habe hier gleich alle gedrückt. Und nach oben. Nicht runterfallen. Komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Ah, wir sind oben angekommen. Und sehen sehr funktionsfähig aus. Ich wüsste trotzdem gern, wer wir überhaupt sind. Wir sind von den Toten auferstanden. Wir überprüfen. Okay. Was sollen wir damit machen? Ach so. Abreißen. Aua. Ei. Au. Jetzt haben wir dieses Teil nicht mehr, wo die Menschen erkennen, wie gelaunt wir sind. Ob wir gutmütig sind, böse sind oder ob wir ja neutral sind. Also gelb war neutral, blau war gut und rot war eben böse. Das haben wir uns gerade aus der Schläfe rausgezogen. Also keiner kann mehr überprüfen, was wir sind. Und vor allem Marcus. Marcus ist auferstanden von den Toten. Und keiner sieht mehr, dass er ein Android ist. Von daher bin ich mal gespannt, wie die Story mit Marcus weitergeht. Ja, und dann sehen wir, Marcus ist von den Toten auferstanden. Was haben wir alles erledigt? Ihr seht es einfach. Man kann so viel machen. Man kann einfach so viel machen. Wir sind zurück im Leben. Dich selbst analysiert, Beine repariert, von Jericho erfahren, Korridor der Körperteile, über einen Schrottplatz gelaufen, Pumpenregulierer im Androiden finden, für Pumpe umbringen und Hang erklimmen. Hier haben wir optische Einheit finden und Audioprozessor finden. Was haben wir hier noch? Ich will einmal die weltweite Statistik. 100% haben das, 70% und 40%. Also nur 40% haben für die Pumpe umgebracht, also wir haben es einfach mal getan. Und dann würde ich sagen, das war's auch dann für heute. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaut wieder vorbei. Also haut rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye!